Also das neue Event kann eigentlich nur geiler sein als die anderen bisher. Weil das, also nicht unbedingt mit Rainbow, das war schon ziemlich gut. Aber ich meine hier, was war denn zuletzt hier, das, das Haste, Ach, ne? dieses. Ein Das Haus des Haus des Geldes. Geldes da, Ja. ja, genau. Das war ja total scheiße. Oh, wir bannen. Ja, das ist ganz durcheinander hier, was ist denn da los? Da ist er, genau. Das ist auch sau dumm, wieso haben sie die Reihenfolge geändert? Jetzt insgesamt oder nur hier, wäre jetzt die Frage, ne? Ich will Mr. Bear spielen. Gute Frage. Ja, wer will das nicht? Den wollen wir alle spielen, den Mr. Bear. Der ist aber leider ausverkauft. Ich will eine Blume anschießen. Ist das ein neuer Elite-Skin oder was? Nee, das ist der Event-Skin. Event-Skin. Ja. Wieso hat Jekyll keinen? Weil die wussten, der wird eh gebannt, keine Ahnung. Ich meine, wenn sie dann schon extra Skins machen dann, und man auch Oh. alle spielen kann, dann müssen sie auch für alle so einen Skin machen. Ey, das ist so ein Haufen Ja, richtig. Pfuscher, ey. Das ist. Sie haben wieder wahrscheinlich auf jeder Seite 5 Stück, die haben Skin, die anderen alle nicht. Ja, aber dann sollen sie die anderen. Ich meine, sonst war es halt so, dass die anderen halt auch nicht spielbar waren, ne? Und dann, Ja. okay, dann haben sie halt keinen Skin. Aber wenn die im Spiel sind und die den. Oh, wie blöd sind die eigentlich, ey, ohne Witz. Ich glaube, es sind 10 Operator, die den Skin haben. Ja. Ja, dann hätten sie es auf die 10 beschränken sollen. Dann machen sie ihr scheiß Bannen, sollen sich wieder einen Arsch blasen und dann hätte halt jede Seite 5 gehabt und fertig. Ja, wie bei den anderen Events auch. Tja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich auch nicht. Kids, Second Floor und erster Floor Piano sind zumindest dicht beieinander. Wobei Kids ist, glaube ich, dichter zusammen. Probieren wir Bin es mir nicht aus. so recht. Kann natürlich auch täuschen, aber. Ja, müssen wir halt einfach mal spielen. Im schlimmsten Fall verlieren wir mal eine Runde. Müssen wir halt ein paar Mal gewinnen und dann können wir es einschätzen. Ich glaube, der Modus hier ist auch wie ranked. Also 3 Angriffe, 3 Verteidigung. So, das ist gerade ein komischer Sound. Ja, ne? Der Man weiß es Rundenstart. nicht. Ja. Mute ist unauffällig und doch entscheidend. Besonders um dafür zu sorgen, dass verstärkte Mauern Bestand haben. Muss man sich jetzt jedes Mal am Anfang einen dummen Spruch anhören, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ich hoffe nicht. Hoffentlich ist es nicht jedes Mal derselbe dumme Spruch. Das wird sehr lästig. Warte mal, wo sind die Bomben da? Okay, da ist ein Fenster. Kann man hier durchschießen? Nee, okay. Kann man da durch? Das steht jetzt Mute, okay. Ich darf die scheiß Runde nicht. Angreifer rücken vor, um eine Bombe zu entschärfen. Oh, so ist so. Oh, Alter, ich bin gerade völlig überfordert mit der Map. Ich auch. Ich habe nur eine Wand. Ich auch. Ich sehe sie. Die seilen sich ab. Okay, kommen bei A. Sind sie Tür, haben sie aufgeklappt? Mal gucken, wo ich hier bin. Eine Bombe hier reingeworfen. Granate. Ab. Oh, cool. Das ist ein Fenster, scheiße. Kann man gar nicht Oh. durchschließen. Na. Ja, natürlich. Also hier sind Teile von der Map, die sehen aus wie Oregon zum Beispiel. Ah, fuck, da war gut. LOL!
Wieso stirbt der die das nicht? Meine Fresse. Der Just Got, der Typ ist aber echt nicht sauber, ey. Alter, ey. Alter. So, jetzt ist mein Tütchen hier leer. Jetzt geht die Post ab. Ja, ah, ich verstehe. Klar. Du hast gerade nur einhändig gespielt. Mach ich sowieso immer nur. Also der Haupteingangsbereich sieht aus wie Oregon. Das ist sogar der ganze Weg zur Kitchen hinten. Also der, die Map hier ist ja im Grunde ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Maps. Macht's eigentlich ziemlich interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie geil ich das finde. Ist halt sau dumm, weil es lohnt sich nicht wegen 4 Tagen jedes Map-Layout zu lernen. Außer du spielst jeden Tag 12 Stunden, aber das machen wir halt nicht. Und wenn du das Map-Layout nicht kennst, ist es halt sau unfair, die Map zu spielen. Insofern ist es einfach ein dummes Design, ne? Guck mal her. Gerät wurde platziert. Schädling online. Magazin wird geladen. Das Gerät ist aktiviert. Ich hab mal einen Menschen. Noch 10 Sekunden. Und was? Menschen? Menschen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Die Wand ist verstärkt. Schädling aktiv. Angreifer rücken aus, um eine Bombe zu entschärfen. Wieso habe ich einen Laserpointer an der Waffe? Den habe ich doch nie rangemacht bei Mossi. Du hast eine Scheiße. Abso. Wenn du sowas hast du nicht zu entscheiden. Anscheinend nicht, nee. Weil es ist doch so, Gunnar, wenn du einen Operator neu freischaltest, hat er doch jetzt immer so ein Standard-Layout-Player. Hast du den noch nie gespielt? Doch, ich habe den schon ein paar Mal gespielt. Ich habe den schon ein paar Mal ausgerüstet. Rüstung. Was denn hier? Ach, Garage. Hier. Wahrscheinlich hat er jetzt, weil es hier so ein Spezialcharakter in der Dings ist, hat er jetzt irgendein Dings-Layout hier gekriegt, weil die Waffe sieht doch nicht so aus wie normal. Also ich habe meinen Truthahn. War das oben, Marc? Ja, aber du spielst ja auch keinen von den... Ah doch, Smoke ist auch ein Spezialding, oder? Doch, Mute. Mute. Aber ja. Wow, ich wurde weggeholt von, ich weiß nicht wo, von IQ. Aber in A. Oh, dieser scheiß Laserpointer, jetzt kann ich nichts machen wegen diesem Drecks-Pointer, ey, richtig. Wir machen in A wieder die Decke auf. Ja, ja, ich versuche hier gerade die oben wegzukriegen, aber die haben, glaube ich, Glas. Oh, dieser verfickte Laserpointer, ey. Alter! Ich sehe den nur im Augenwinkel plötzlich in die Ecke gerannt kommen. Ja, ah, natürlich läuft er auch in dem Moment los, klar. Der wusste auch vorhin schon genau, wo jeder ist, also der Typ ist auch nicht sauber. Mann. Das ist ein Platin-Spieler. Der muss hacken, das geht gar nicht anders. Kein normaler Mensch kommt auf Platin, das geht gar nicht. Also ich find's halt sau dumm, weil wenn du das Layout nicht kennst, ist es halt scheiße zu spielen und es lohnt sich halt nicht, das Layout zu lernen, weil es halt nur ein paar Tage drin ist und es ist halt einfach sau dumm. Bin kein Freund vom Modus jetzt schon wieder nicht mehr. Ach, ich find's ganz lustig bis jetzt. Erstmal abwarten. Ja, aber es ist auch nichts Besonderes. Es ist halt wie jeder andere Modus auch. Weißt du? Die ist überhaupt nicht ausgerüstet. Hin, ne? Oder hat Mossi eine neue Waffe gekriegt? Hat er die Kommando noch nie gehabt? Weil da war gar nichts ausgerüstet. Ein Laserpointer war drauf, es war kein Griff dran. Ja, ist alles schon wieder. Das ist eine gute Frage, man. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob er eine neue Waffe gekriegt hat. Das wäre die einzige Erklärung, warum die nicht gar nicht ausgerüstet war. Okay, die Wand hier. Die Babywände schon wieder, meine Fresse. Hat einer Kontaktgranaten? Nee, ich hab Stacheldraht. Oh Gott, der ist so behindert ausgerüstet.
Ich habe Granaten, ich kann dir nur nicht sagen, ob es Kontaktgranaten sind. Ja, es sind Kontaktgranaten. Du hast keine anderen. Einmal da die Wand bitte. Bis zum Einsatz. Dankeschön! 5 Sekunden übrig. Rüstung. Angreifer müssen eine Bombe finden und entschärfen. Wer hat noch keine Rüstung? Ich habe keine. Scheiß Sounds gehen mir auf den Sack, ey, irgendwie. Ja, das ist nicht. Leg mich schon wieder auf. Hör auf zum Meckern, ey! Das ist schlimm. Ich kann die Rüstung nicht aufheben. Ich kann die nicht nehmen, ich zerstöre sie einfach. Ja, sind alle wieder auf dem Dach. Hol mir die jetzt. Ich glaube, direkt ging um die Ecke. Ja, na klar. Abhing. Finde ich gut. War der bei dir im Raum, oder? Das war ihn. Achso. Der Modus kotzt mich jetzt schon an. Wieso werden die Modis eigentlich von Mal zu Mal immer behinderter? Modi. Die Modussen. Ich starte den Timer. Die Modusse nie. Der Gang hier oben ist frei, Mark. Mehr sehe ich, mehr kann ich aber nicht sagen. Da sind welche im Nebenraum bei euch. Genau, ja. Ping. Boah. Entschärfer von Angreifern platziert. Uncool. Bombe von Angreifern. Ist einer bei dir jetzt, oder? Boah, scheiße, ey. Wieso sind da überall Fenster? Ja, die ganzen Fenster finde ich auch bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Mann. Was, wir dürfen angreifen? Ist ja. Naja, nachdem man dreimal angegriffen hat, verteidigt hat, kann man dreimal angreifen. Doc Cabby hat aber auch keinen neuen Skin und die gehört auch hier dazu. Die war ja auch in dem Video. Eigentlich schon. Thatcher auch. Ey, das, das stimmt. Das ist so ein dummer Haufen Vollidioten. Ich weiß natürlich, nicht, ob ich weiß natürlich nicht, ob Thatcher jetzt durch deinen Elite-Skin sozusagen geschrieben. Das kann natürlich sein, aber Dokebi müsste mit drin sein. Ja. Ja, eigentlich schon. Dokebi, ja. Ist die Runde bald vorbei, ich kann die dämliche Scheiße nicht länger sehen, ey. Ohne der Modus ist so. Das ist so alles. Oh, Gunnar, meckert doch nicht über alles immer rum. Ja, wenn ich immer alles so scheiße wäre, müsste ich auch nicht immer über alles meckern. Du musst auch nicht immer alles so eng sehen. Das ist ein Spiel. Das ist kein Spiel, das ist eine Vergewaltigung der Augen. Oh, nee. Ist gut, wir machen nachher wieder ein Quick-Match. Alter. Ich mag das hier. Ich finde das cool. Ja. Ich mag die Idee, dass die Map zusammengestellt ist. Die Frage wäre in dem Fall, ob es sich dann doch nochmal irgendwann nochmal Thema wird, ob die Map nicht immer nochmal ins Spiel kommt, sonst weiß ich nicht. Weil die ist ja hier, die ist ja im Grunde mehr oder weniger wirklich neu, die Map, deswegen. Die anderen waren ja immer nur irgendwelche grafischen Reworks. Kann man da runter? Naja, wer kann man? Will ich aber gar nicht. Ui! Toll, alles leer. Keiner guckt zu. Wie langweilig. Aber echt, ey, warum kann ich ja da hier rumhängen mal? Ist die Kamera, die wir mal weg hier?
Aber jetzt als allererstes, die Kameras von, können nämlich auch in den Raum rein spotten, weil die Glasfenster hier sind. Oh, das sind hier Teile der alten Herford Base. Achso, warte mal kurz. Nee, doch nicht. Du hast ja den Standard-Skin für die Arsch. Geht's da runter bei dir, oder? Ja, klar. Ja, natürlich. Wir wissen aber genau, wo man ist. Ich ruf mal an. Alter, wie schießen die denn? Du denkst auch, du bist geil, ne? Ich ruf an. Oh, ich geh vorher in Deckung. Echt? Kannst du mal anrufen? Nee. Kennst mehr. Aber ich kram mir mal das Handy hier. Haben wir wenigstens die Kameras? Yes. Der Angreifer wurde fallen gelassen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben noch 5 Sekunden. Wie du dich mehr und mehr versteckt hast. Ich geh da nicht raus. Ich geh da nicht raus. Ich könnte einfach nicht anders. Gunnar hat gesagt, ich soll in Deckung gehen. In einem ganz anderen Match. Ist mir egal. Sogar die Endanimation ist dumm. Mein Gott, was geht mit dir? Alter, das ist so beschissen von vorne bis hinten, ey, ohne Witz. Gar nicht. Oh, das konnte ich so schnell gar nicht sehen. Ich habe welche Punkte für einen Roadpass gekriegt. Ja, 100 oder 200 oder so. Ich glaube, für Niederlagen gab es 100 oder so. Kriegt man die auch für... Nee, das war das normale Match. Ach, kriegt man die auch für normale Matches, würde ich gerade fragen, ja. Ja.